Ja, meine Mods machen das unabhängig von mir. Höchstens spreche ich mal mit denen darüber oder sonst was, aber ich habe da jetzt. So, das würde ich über euch übrigens auch behaupten. Also hier mal keine Kritik an Dara. Nicht so einen Überblick darüber. Na, ich wollte dir nur sagen, so Amaya manchmal. hat mich da letztens angeschrieben, aber ich habe bisher mich noch nicht darum gekümmert. Aber ich habe ihr gesagt, dass ich mal mit meinen Mods sprechen werde. Ich sag nur, so, Aber dass du es jetzt gibt hier ankommst, problematische irgendwie eine Sachen. Transperson wird Ja. gebannt. Na klar, Das du sagst kann ja es ja auch auch zu nicht mir. sein. Na, Das ist ja wieso? schon Moment, wieder nein, so nein, ein nein, nein, Ding, Moment, Moment, eher Moment. wie ein so ein manipulatives, guck mal, du Nein, nutzt nein, 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 nein. dieses Du bist mir Identitätspolitik-Ding. Guck gekommen. mal, ich nutze Nein, jetzt du hier bist mit mir aus, dass ich gekommen. versuche, das irgendwie so zu drehen, dass jemand wegen seiner Dara. Geschlechtsidentität Dara. gebannt Nein, wurde. Dara, Dara. Shoyoka wird nur kritisiert, weil sie eine Frau ist. Ja. Also hier sieht man wieder sehr gut, dass diese Leute auch keine Universalisten, sondern Tribalisten sind. Also wenn jemand ihre eigene Argumentation gegen sie selbst verwendet, dann gilt das natürlich nicht. Aber wenn sie Nee, selbst angegriffen werden, dann gilt die alte Argumentation, die sie ja für Opfergruppen anwenden. Wenn eine Opfergruppe angegriffen wird, dann ist das halt ein genereller Angriff, weil sie dieser Opfergruppe angehören und nicht einfach ein Angriff, der so passiert. Also wenn ich irgendeine Schlägerei mit einem Deutschen anfange, dann ist das jetzt nicht sonderlich relevant. Wenn ich aber eine Schlägerei mit einem Österreicher anfange, dann ist das Ausländerfeindlichkeit, die man dann in den Polizeistatistiken aufführen kann. Obwohl die Schlägerei jetzt nicht immer unbedingt einen politischen Hintergrund haben muss. Oder sehr wahrscheinlich nicht hat, wie das halt im ja, Alltag zumeist der Fall ist. es ist ja generell so, dass sie sich selber immer davon ausnehmen, ne? Natürlich nehmen sie sich von davon aus, ne? Auch die ganzen Sachen, die sie anderen vorwerfen, treffen ja nie auf sie zu. Es ist halt, ja. Hi, Crackeck. Grüße. Ja, weiß nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, du bist mir Was ist gekommen, das hast denn? gesagt, was für Leute sind bei dir im Chat, was machen deine Mods? Und ich habe zu dir einfach gesagt, was machen deine Mods? Also ich will nur sagen, Fehler passieren manchmal. Vielleicht war es bei Meine euch. Mods erlauben nicht Transfeindlichkeit und Meine auch Menschenfeindlichkeit in meinem nicht. Meine Chat. auch nicht. Meine auch Doch. nicht. Nein. Ich glaube, Dara haut selber genug Menschenfeindlichkeit raus. Da brauchst du nicht Ja. mal zusätzlich welche im Chat. Obwohl die Chats bei diesen Wokisten ja Das ist ja. durchweg die schlimmsten sind. Also da ist Das ist ja ja alles generell, drin. wenn du so einen Tilted Frosty siehst, was der für menschenfeindliche Sachen, wenn man es jetzt mal so betrachtet, wie sie es tun, raushaut, wie der Leute beleidigt. Ne? Genauso wie Dave Links der Mitte und Co. auf Twitter und Co. oder auf Twitch, wie die Leute beleidigen. Diese Leute sind selber die größten Menschenfeinde. Ich frage gerade einen im Ne? Chat, ist Hana Morito nicht Daras Mod? Ja. Ja. Also Aber das ist ohne so Witz, albern. was die so an Beleidigung raushauen, an Leute, die jetzt halt nicht marginalisiert sind, die sind selber die übelsten Menschenfeinde. Das kannst du dir gar nicht ausdenken, wie die Leute beleidigen ständig da. Ich meine, mir ist es Wumpe, weil ich nehme das eh nicht so ernst, aber also, das ist der Hammer. Ja, Ne? Also. also das ist ja auch eine irre Vorstellung, dass man seinen Chat irgendwie reinhalten soll von bösen Nachrichten. Also, wo sind wir hier? In Nordkorea? Also, wenn Denn wie jemand gesagt, das. hast du. Oder hast du das generell gesehen, wo Erwin hier bei ARD war, wie die den beleidigt haben im Chat Tilted Frost und Co. Die Nee, ganzen das habe ich Leute, nicht. die ganzen Wokies, Stimmt, die haben Erwin ihn hatte da ein aufs Video zu Übelste gemacht, aber beleidigt. ich hab's schon wieder vergessen, was die da alles geschrieben haben. Also Ist Tilted das Flosser hat ja nicht auch mal geschrieben, menschenfeindlich? Proletopia ist ein Dreckskerl. Also. Ja, und ist das nicht menschenfeindlich? Ist das nicht abwertend? Vor allem Nein, mit ihm als du verstehst nicht. Migrationshintergrund? Nein, Menschenfeindlich natürlich ist nur nicht. etwas, was gegen irgendjemanden, der aus ihrem Lager kommt, passiert. Aus ihrem Also, Lager kommt, genau. Ja. sie dürfen das. Also bei ihnen ist das dann politische Aufklärung oder politischer Naja. Aktivismus. Such dir was aus. Das sind, die hassen Menschen, diese Leute. Die hassen Menschen. Das sind richtige Misanthropen. Aber sie hassen halt die richtigen Menschen. Deswegen ist es ja in Ordnung. Sie hassen halt die bösen Menschen. Deswegen ist es okay. Aber sie sind übelste Menschenfeinde, diese Leute. Also, wie gesagt, ich hab mich so lange mit diesen Leuten beschäftigt. Ich reg mich da halt nicht mehr drüber auf. Aber, Alter, was die auch schon damals schon für Sachen rausgehauen haben und Leute beleidigt haben und Leute gemobbt haben online. Ich meine, Erwin ist das beste Beispiel. Der kann nie davon singen, wie lange der von diesen Leuten gemobbt wurde und fertig gemacht wurde online. Ne? Also. Und dann wollen die einen was von Menschenfeinden. Ja, die sind selber die größten Menschenfeinde. Verschleiern das halt nur hinter diesem Deckmantel der angeblichen, ja, woken Toleranz von wegen. Aber egal.
Nein, ohne ey, Ende, wir haben ohne Ende. Ey, Freund, so, und jetzt frage ich dich, Freund, wie eine Sache, guck mal, nein, wie diese Anschuldigung wird nicht stehen bleiben. Nein, diese Anschuldigung wird nicht stehen bleiben, ohne dass ich Strategie? Vergiss es, dass ich das jetzt nicht kommentiere, deine Anschuldigung. Das kannst du vergessen, denkst, Freund. Du sieht das in, nein, nee, keine ich Chance. Ich möchte nein, nicht, dass Chance. du die ganze gerne, Zeit das Gespräch nein, irgendwie derailst. Vergiss es, du hast nein, du hast eine Behauptung über mich gesagt und die werde ich jetzt besprechen. Das ist kein Derailing, das ist ein Eingehen auf deine Aussage. Derailing wäre, über etwas vollkommen anderes zu reden. Das tust du jetzt. Warte, ich muss das beantworten. Das tatst du gerade, indem du versucht hast, das Gespräch auf die Amaya-Sache zu lenken. Das ist Derailing. Das ist kein Derailing, weil es geht einfach darum, nein, es geht einfach darum, dass du mich gefragt hast, warum solche Antisemiten und ich weiß nicht, was du... Es gibt hier alle möglichen darüber gesprochen, Menschen im Chat. Dass du Menschenfeindlichkeit in deinem Chat erlaubst und nein, du meinst, ja, aber ich nicht, Amaya... Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, habe ich dir gesagt. Nee. Das habe ich schon beantwortet. Ja, ist es aber ist nicht. Eine Lüge. Verstehst du das? Wir könnten den ganzen Tag jetzt die Beweise durchgehen. Ja, können wir gerne machen. Gar kein Problem. Können wir gerne machen. Also, Jung Moralapostel, du hast mir gerade privat was auf Discord geschrieben. Da kannst du auch gerne im Chat schreiben. Das brauchst du gar nicht. Also, jetzt sind fast alle Mods. Jetzt ist es zu spät. Ja, ich weiß leider nicht, was VIPs können. Also, ich habe keine Ahnung von Twitch. Mods sollen dafür sorgen, dass halt Beleidigungen und so gelöscht werden und man angenehm im Chat diskutieren kann. Und wenn man zu wenige Mods hat, dann hat man wenige Leute, die viel Macht haben. Das ist nicht gut. Also mache ich lieber alle Leute, die keinen Unsinn machen, zu Mods. Also ja, übrigens, jetzt wo ich Softgirl sehe, Softgirl kann auch ein Lied von singen. Ne? Dekadent hat sie auch mal wohl als Drecksmensch oder irgendwas bezeichnet. Also, ne? So viel dazu, wo ich sie gerade im Chat sehe. Ja, Dekadent macht das bei vielen. Der hat auch Sinan als Hurensohn bezeichnet. Also, Dara hat auch damals dem Holger vorgeworfen, seine ganzen Follower, seine Nazis, ja stimmt, alles mögliche fallen, stimmt. Deswegen kam das Gespräch, weiß ich, hast du das damals noch mitbekommen? Ja, ne, wo eigentlich wollte Dara mit Holger reden von Massengeschmack und dann hat ja Dara behauptet, ja, er bekäme Morddrohungen wohl oder irgendwie sowas in Richtung oder Leute aus seinem Umkreis bekommen Morddrohungen von ihm oder wie auch immer. Das war auch krass. Das war auch richtig wild damals. Ich habe das mitbekommen. Dara hat das im Talk mit Imp wiederholt. Ich habe da auch ein Video zu gemacht und Holger meinte dann, dass er juristische Schritte gehen würde. Was dann passiert ist, weiß ich nicht. Mein Gesprächspartner ist Senna, weil gerade einer im Chat gefragt hat. Bitte erklärt mir mal, warum ich nicht so viele Mods machen soll. Was für Unsinn die machen können. Also ich dachte, Mods sind einfach nur da, um den Chat zu moderieren. Sie können sich gegenseitig bannen. Nee, keine Ahnung. Crackack fragt gerade, warte mal, ich hatte es gerade, ob wir irgendwas mit Naitan, hast du das schon mitbekommen mit Naitan? Nein. Warte mal. Was hat der denn schon wieder gemacht? Also ich verfolge das alles nicht ganz so aktiv. Ich krieg das mit, was Polytopia und ich machen. Ich krieg aktuell auch gar nichts mit, Leute. Also ich bin gerade aktuell komplett raus, weil ich, Was? Naitan hat auf mich reagiert? Das ist ja toll. Oh. Schickt mir mal privat auf Discord oder so das Video. Oh, das müssen wir uns angucken. Haben wir ja noch mehr super Material. Oh Gott. Ach hier, habt ihr schon den Rant von Naitan thematisiert, fragt Crackack. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, um welchen Rant es geht. Wie gesagt, ich krieg weder bei Twitter noch YouTube. Ich bin aktuell komplett raus aus der ganzen Nummer. Ich genieße aktuell so ein bisschen eigentlich meinen, weiß ich nicht, freie Tage oder so. Ich wollte mich da ein bisschen zurückhalten. Ich bin jetzt halt eigentlich nur hier, weil Agitator mich gefragt hat heute, aber sonst. Ja, war ich eigentlich so ein kleines Päuschen aktuell. Wie gesagt, schick mir das mal bitte privat zu, dann habe ich's. Dann kann ich da. Mods können auch Entwarnungsanträge bearbeiten, Begriffe erlauben und löschen, Titel ändern? Oh. Oh, und um was ging's da? Sogar Raids starten. Okay, sollte irgendeiner von euch Unsinn bauen, dann schreibt mir bitte auch eine DM, dann entmodde ich den wieder. Weil ihr seht alle eigentlich ganz ordentlich aus, was ihr hier gerade macht. Also. Oh, Naitan und sein Chat haben auf Agi und Base via das Talk reagiert und dabei ganz sachlich auf Agis Stimme, Körpergewicht und so weiter argumentiert. Ja, das sind die Guten, ne? Das sind die Guten. Die ja sonst immer wollen, dass man Leute nicht auf ihr Äußeres oder so reduziert, aber die machen das natürlich. Die dürfen das natürlich. Auf welchen Talk? Ist das auf YouTube? Und wenn nicht, kann das mal bitte jemand von Twitch irgendwie runterklippen, wenn er da Zugriff drauf hat und das irgendwo absprechen, damit das schön erhalten bleibt, damit wir darauf reagieren können und mir das dann per DM schicken? Wer greift meinen Agitator an? Der kriegt gleich einen Diss-Track von mir, das nächste. Das ist nett. Nein, nein.
wie gesagt, wir erstmal schauen, was er zu sagen hat. Aber Naltan, das ist ja einer dieser, der ist nicht ganz so, ich will jetzt nichts Despektierliches sagen, radikal wie Dara oder drückt sich nicht ganz so unbeholfen aus. Der Find's hat nicht? Eine etwas bessere Impulskontrolle anscheinend. Doch, du siehst doch, was Dara hier alles sagt. Ich sag aber, daran hat sich das auch schon verbessert, einfach weil er gemerkt hat, was für ein Gegenwind. Auch juristisch bekommt er Lügen über andere verbreitet, aber ideologisch scheint er ja mit Dara auf einer Linie zu sein. Ja, also ich finde auch, Dara hat sich auf jeden Fall ein bisschen gebessert in der Hinsicht, muss ich sagen. Was heißt gebessert? Das ist Strategie. Naja, er ist vorsichtig. Ja, vielleicht ist es... Ja, natürlich kann es auch Strategie sein, einfach nur. Ganz Kalkül. Kühl ist Kalkül, oder wie man das sagt. Ja, das heißt Kalkül. Also auf die Finger bekommen und nochmal auf die Finger bekommen und irgendwann... Also das irgendwann... Hält er sich zurück. Also das ist wie eine Katze, die ihre Pfote auf die Herdplatte hält. Also irgendwann weiß die Katze, dass er das nicht machen sollte. Kann natürlich sein, ja. Dann wird es wahrscheinlich so sein. Weil also was du, also ich ja auch schon öfter. Also du gestehst den Leuten wirklich nicht zu, von sich selber aus irgendwie besser zu werden, sondern du glaubst wirklich einfach, dass es Strategie bei denen. Die zeitliche Konsistenz ist schon beeindruckend. Also er wird... Also Skoros geht juristisch gegen ihn vor und dann wird er plötzlich etwas gemäßigt an seiner Wortwahl. Woher kommt also das? Nimm mir das nicht böse, aber ich glaube, du hast mich mittlerweile ein bisschen rechts überholt schon. Was? Also nicht, dass du recht wärst. Nein, im Sinne von, dass du... Nein, wie soll ich das sagen? Nee, eigentlich nicht rechts. Im Sinne von aber, dass du diesen Leuten halt doch eher... ich bin ein bisschen naiver da in der Hinsicht geworden. Das meine ich. Also ich glaube wirklich an das Gute irgendwie noch so ein bisschen und du glaubst wirklich, dass das wirklich Strategie ist von ihnen. Weißt du, was ich meine? Das Rationalität. Also das ist erstmal die Grundannahme. Ja, egal. Egal, machen wir weiter. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch, also ich weiß ja selber, dass das Modell des Homo Oeconomicus etwas übersimpel ist, aber das sollte man erstmal grundsätzlich annehmen und nicht nur davon ausgehen, dass jeder Mensch immer nur das Gute, Wahre, Schöne will, zumal das ja auch jeder anders definiert. Deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass Menschen ihre eigenen Interessen vertreten. Ich weiß auch nicht, ich bin da irgendwie sehr gutmütig in letzter Zeit geworden. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht, weil ich habe mich ja schon vor Monaten vor an denen abreagiert, vielleicht ist einfach die Luft bei mir einfach raus, dass ich mittlerweile einfach, weiß ich nicht, das nicht mehr so eng sehe. Siehst du ja bei Politikern, also denen allen zu unterstellen, dass sie alle nur das Gute wollen würden und alle nur unterschiedliche Zugänge hatten, das finde ich etwas kritisch. Also, keine Ahnung, wenn da ein Putin jetzt in ein Nachbarland einmarschiert, dann würde ich dem jetzt erstmal nichts Wohlwollendes unterstellen. Also vielleicht habe ich da ein negatives Menschenbild, vielleicht, ich würde sagen, realistisch. Ja, weiß nicht. Ich bin vielleicht auch einfach zu naiv mittlerweile geworden. Das glaube ich ist eher. Und ihr seid eher so die kühlen Rationalisten und seht das, wie es ist vielleicht. Keine Ahnung.